Wenn ich jetzt einen Rückblick mache, habe ich eigentlich seit dem Unfall so viel dazu gewonnen. Ich glaube, das hätte ich ohne den Unfall nicht. In ihrer Wohnung in der Ulmer Innenstadt schaut Hannelore Haunig zurück, holt Erinnerungen hervor. Das ist sie als Jugendliche, am Anfang ihres Lebens. Dann kam der kalte Dezembertag vor 30 Jahren, der alles veränderte. Einen Tag vor Silvester. Ich war wohl ohnmächtig. Entweder bin ich gestürzt oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat mir dann mein eigener Hund, ein kleiner Rauhaardackel, Teile vom Gesicht weggebissen. Also vor allen Dingen hier den Mund und die Nasenspitze. Hannelore Haunig muss 15 Mal operiert werden. Als erstes wird Haut aus der Stirn zu einem neuen Mund geformt. Doch das ist erst der Anfang. Dann wurde als nächstes das Kinn rekonstruiert. Und zwar hat man da Haut hier aus dem Unterarm genommen und gleichzeitig auch ein Blutgefäß dazu. Und das wurde dann hier unten eingepflanzt und an der Halsschlagader praktisch angeschlossen, damit es durchblutet wird. Und ja, der letzte Schritt war dann die Nasenspitze. Da hat man also Teile vom Ohr entnommen. Nach dem Unfall wurde ihr Hund eingeschläfert. Warum er sie attackiert hat, wird man nie herausfinden. Wütend war sie aber nie auf den kleinen Rauhaardackel. Ich gebe ja der Susi keine Schuld. Ja, ich liebe halt einfach Tiere. Meine Mutter hat in der Gärtnerei gearbeitet und da war ein Schäferhund und das war also auch mein großer Freund. Ja, wer kommt denn da? Ja, hier kommt da mein kleiner Freund. Ja, hallo. Ja. Von Angst ist hier nichts zu spüren. Der Hund der Nachbarin und Hannelore Haunig freuen sich aufeinander. Und auch auf Menschen geht sie offen zu. Viele der Begegnungen geben ihr Kraft. Manche wiederum zehren an ihr. Es gibt wirklich dann auch in der Straßenbahn Leute, die sie beobachten und dann heimlich schnell weggucken, wenn man sie anschaut. Kinder sind sehr neugierig. Und dann, wenn dann die Mütter die Kinder so wegreißen, da guckt man nicht hin, das tut dann schon ein bisschen weh. Oder manchmal habe ich auch schon gesagt, warum reden sie nicht mit dem Kind, was, vielleicht ist da was passiert oder so. Also das sind halt auch so Situationen. Und ich meine, man ist auch nicht jeden Tag gleich. Es gibt auch mal Tage, wo man weniger gut drauf ist. Hannelore Haunig ist nicht allein mit ihrem Schicksal. Sie ist im Vorstand eines Selbsthilfevereins, tauscht sich regelmäßig mit der Vorsitzenden aus. Hallo Doris. Hallo Hannelore. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, dir geht's gut und alles okay. Ja, ich habe in Aulendorf in der Reha-Klinik einen Aushang gesehen über einen Verein für gesichtsversehrte Menschen. Also der nennt sich Tulpe. Und Tulpe ist also eine Abkürzung für Tumor. Ob Tumor oder Unfall, ein Leben mit Perspektive und Epithese. Und ich habe mich dann da erkundigt und habe gedacht, ach ja, das wäre für mich eigentlich eine Möglichkeit, mich einzubringen. Das tut die 76-Jährige seit vielen Jahren, berät auf Kongressen Hilfesuchende. Operationen will sie keine mehr, sie sei so, wie sie eben sei. Und trotz allem packt sie das Leben an, früher genauso wie heute. Ich bin allein, habe keine Geschwister, bin allein aufgewachsen. Und da musste ich auch immer allein entscheiden. Und ich habe mich fürs Leben entschieden.